Starke Frage. Ich hab mir irgendwie schon gedacht, dass die Frage kommt. Kurze Antwort. Gut. Gut. Bisschen aufgeregt. Wegen Video. Jetzt gerade geht's mir gut. Ich würde sagen, mir geht's eigentlich auch die meiste Zeit immer gut. So. Gut. Besser auf jeden Fall. Wenn ich ganz so wie wäre, würde ich jetzt sagen, absolut abgefuckt, weil heute so viel schief gegangen ist. Und? Ja. Aufgeregt. Vielleicht ein bisschen durcheinander und so, weil halt jetzt quasi in der Endphase von dem Jahr sind und da halt so viel passiert gerade. Deswegen so auch ein bisschen unruhig. So vielleicht. Die Winterdepressionen kicken hart rein. Es gibt noch viel zu tun, das stresst mich ein bisschen, weil ich versuche, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber am Ende des Tages wird schon alles gut gehen, wie immer. Ich freue mich übertrieben. Also ich finde es richtig cool, diese Vorstellung mit Toni und Mibu zusammen in der Wohnung zu wohnen. So das, was ihr die ganze Zeit hier hattet, so auch mit da zu erleben. Und dann auch noch in so einem ganz anderen Land. Ganz große Vorfreude. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine Frage, vor der ich sehr lange weggelaufen bin, weil ich, glaube ich, lange Zeit nicht von mir behaupten könnte, dass ich glücklich bin. Wenn ich aber ganz tief in mich hineingucke und ehrlich bin, würde ich glatt behaupten, dass ich langsam aber sicher an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich das von mir behaupten kann. Also mir geht's gut und ich bin sehr glücklich. Mir geht's gut, das ist immer das Wichtige, ne? Gesundheitlich geht's mir gut. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Alles gut. Fehlen. Was fehlt mir gerade? Streng genommen nichts. Mir fehlt, glaube ich, irgendwie so eine gewisse Art und Weise von Ruhe um mich herum. Ich glaube, Sonne. Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen so richtig Struktur im Leben, so einen richtigen Plan, so dass ich auch einen Faden habe, den ich so richtig folgen kann. Mir fehlt gerade ein bisschen der Ehrgeiz, pünktlich ins Bett zu gehen. Ich würde sagen, mir fehlt einfach ein normaler Rhythmus ein bisschen. Es gibt schon Sachen, wo ich mir denke, ich hätte gern die Aussicht auf eine Lebenspartnerin. Ich hätte gern Zeit. Zeit, um an Projekten zu arbeiten. Und Wärme und Licht fehlen mir. Das ist irgendwie so eine Sache, die hätte ich vor, ich glaube, 4 Jahren oder so, hätte ich das gar nicht gesagt, weil damals war ich in so einer Mentalität, dass ich gesagt habe, ich habe mich gefreut, wenn es nicht sonnig war. Das ist ein bisschen bescheuert, aber meine Eltern waren immer so, wenn es sonnig war, musste ich rausgehen. Und wenn es Regen war, habe ich mich sehr gefreut, weil dann durfte ich zu Hause bleiben und dann konnte ich ein Stubenrocker sein ohne Probleme. Und deswegen habe ich dann irgendwann immer die Sonne so ein bisschen gehasst, aber mittlerweile merke ich, dass die Sonne einem doch noch mehr gibt als nur das. Ich habe das Gefühl, ich bin hier, also jetzt nicht hier in diesem Ort, hier ist alles gut, aber ich meine jetzt hier in diesem großen Ort, habe ich das Gefühl, alles draußen ist sehr erdrückend, heiß Gefühl. Das fuckt mich in letzter Zeit sehr ab, stresst mich. Ich habe das Gefühl, die ganzen letzten Jahre, so wo wir jetzt YouTube gemacht haben, war es immer so, man wacht morgens auf und es dreht sich alles nur um YouTube, so die ganze Zeit. Und das finde ich voll schön. Ich möchte auch, dass YouTube irgendwie ein Riesenteil von meinem Leben ist. Es macht mir auch mega Spaß. Aber ich glaube, mir fehlt das drumherum so ein bisschen. Ich muss mich darum kümmern, dass ich es schaffe, irgendwie einen normalen Alltag auch so zu haben. Dieser Faden, beziehungsweise diese Struktur in meinem Leben fehlt mir. Mir fehlt gerade Schlafrhythmus. So, das wäre so mein Ziel. Also das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, dass ich schaffe, ja, solche Dinge in meinen Alltag einzubauen. Das wird mich, glaube ich, um tausendfaches glücklicher machen. Einfach so vom gesamten Gefühl. Ich sehne mich nach sehr vielen Sachen, aber ich brauche eigentlich nichts. Ah,
Ich gehe gerne nach draußen. Also ich gehe halt dreimal am Tag raus wegen Pipi. Und ansonsten jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, actually nicht so gerne. Ich würde sagen, generell gehe ich nicht so gern raus. Super ungern. Seitdem wir aus Madeira wieder zurück sind, war ich, glaube ich, einmal draußen. Also... Aber das ist richtig wenig. Eigentlich gehe ich schon gern raus, das ist voll schwer. Ich gehe gerne raus. Ich liebe Natur. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Also, aber das liegt auch daran, dass irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier nicht so viel so zum Rausgehen mehr gibt, was schön ist. Unter der Voraussetzung, dass es nicht kalt ist. Also jetzt momentan nicht so gerne. Selbst wenn es wärmer ist und selbst wenn es heller ist, super ungern. Einfach weil wir mitten in der Stadt wohnen und die Sommer hier nicht wirklich schön sind, oder? Wir sind halt auch in der Stadt und in Deutschland und es ist kalt und ich hatte mal eine Zeit, wo ich häufiger in den Park gegangen bin und da so in Phasen, wo ich dann auch gelesen habe oder sowas, das ist schon schön und wir haben auch ein paar schöne Ecken, aber wir sind halt immer noch in Köln in der Stadt. Ich habe bei mir in der Nähe, da wo ich wohne, Köln-Innenstadt, einfach keine schönen Orte. Hier sind nicht so Orte, wo ich früher rausgegangen bin. Heute ist man eher drin, trifft sich irgendwo drin. Und halt tatsächlich viele haben halt, es ist einfach, jeder hat so ein eigenes Leben von den Leuten, mit denen ich das früher gemacht habe, auch viel. Und die sind da gar nicht mehr so drin. Also macht mir halt nicht so Spaß an irgendwie. Ansonsten mag ich es eigentlich rauszugehen, nehme mir eigentlich auch vor, mindestens jeden zweiten Tag rausgehen. Also, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie ein bisschen unwohl an. Es kommt immer darauf an, warum man das Haus verlässt, würde ich so sagen. Aber ja. Aber an sich gehe ich sehr gerne raus. Und noch lieber nicht alleine, sondern mit irgendjemandem. Ich bin eher drin. Und wenn, dann auf der Terrasse hier. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal rausgegangen bin, um irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu erleben, zu unternehmen oder, keine Ahnung, mal feiern zu gehen oder sonst irgendwie sowas. Also es gibt mir einfach nichts, rauszugehen. Gibt wenig Grund dazu, rauszugehen, außer halt frische Luft zu schnappen. Das ist schon unangenehm. Aber ja, ich gehe nicht so oft draußen aktuell. Wie gerne gehst du nach draußen? Wahrscheinlich nicht so gerne, weil es so kalt ist. Aber das muss nicht sein. Mit Spice Dart. Der neue The Ocean Inside Hoodie wärmt nicht nur das Herz, sondern auch den ganzen Körper bei eisigen Temperaturen. Dazu passend das neue The Ocean Inside Shirt mit krassem Stick. Und nicht zu vergessen, die Head in the Clouds Cap. Alles bei Spice Dart hat eine krasse Verarbeitung und sorgt für eine noch bessere Lebensqualität. Spice Dart trägt man nicht einfach nur, man fühlt es. Schlag noch heute zu. spicedartclo.de. Im Jahr 2020. Ja, ich denke schon. Und zwar. Also es gibt ja immer diese klassischen Sachen, wo man sich so denkt. Im Nachhinein ist man schlauer, vielleicht hätte man irgendwas ein bisschen anders machen wollen. Ja. Also nur auf das letzte Jahr bezogen, ich glaube nicht. Nein. Ich weiß nicht, also zum Beispiel so. Paar Sachen vielleicht nicht gekauft für eine Wohnung, beziehungsweise nicht so viel in meine jetzige noch Wohnung investiert, vielleicht, das hätte ich nicht gemacht. Ich wünschte, ich hätte mir nicht so einen fetten Fernseher geholt, weil ich weiß, ich möchte ihn nicht mit nach Madeira nehmen und jetzt muss ich den für viel günstiger an meinen Cousin verkaufen. Ich hätte anders gemacht, mich im Fitnessstudio anzumelden, Anfang des Jahres, nur um da nicht hinzugehen. Erstmal, weil das einfach Geldverschwendung irgendwie war.
ich habe heute noch drüber geredet, dass ich es bereue, dass ich nicht mehr Prioritäten noch in Musik lege. So, weil am Ende des Tages war Mucke immer so das, was ich am allerliebsten gemacht habe. Und ich bereue, dass ich es nicht geschafft habe, in diesem Jahr mir mehr Zeit dafür freizuräumen. Ich wünschte, ich wäre letztes Jahr schon weniger undankbar gewesen und hätte weniger Dinge für selbstverständlich befunden. Ich weiß, für viele war das Jahr einfach nur scheußlich und schrecklich und grausam. Aber 2020 war für mich persönlich tatsächlich eines der besten Jahre meines Lebens, wenn nicht sogar das beste Jahr meines Lebens. Und sonst? Ich glaube, ich habe dieses Jahr tatsächlich sogar sonst ziemlich viele Sachen auch ganz gut hinbekommen, glaube ich zumindest, aber ich bereue eigentlich nichts dieses Jahr oder will irgendwas anders machen. Weil sich das alles so entwickelt hat und ich jetzt hier bin, wo ich bin und ich weiß nicht, hier wo ich bin, bin ich echt glücklich. Deswegen, ich glaube, ich hätte alles genau so gemacht. I guess. Man ist ja nicht immer der Haupteinfluss, wie etwas läuft. Nur weil man etwas macht, heißt es ja nicht automatisch, dass es schlimm ist. Aber am Ende des Tages bin ich happy, weil ich sitze hier und bin zufrieden trotzdem. Ich habe eigentlich keine hohen Erwartungen an das nächste Jahr. Ich erwarte vom nächsten Jahr Veränderung. Ich möchte so ein bisschen mir selbst näher kommen. Ich möchte so Dinge umsetzen, die ich immer vor mir herschiebe. Ich erwarte, dass es mir in dieser schöneren Umgebung leichter fällt, Sport zu machen und so Sachen durchzuziehen. Also es ist generell so ein ongoing struggle. Ich glaube, das kennt jeder, dass man so diese Vorsätze hat. Ich will das vernünftig machen und das und dies. Ich will lesen, ich will... Mit Sport durchziehe, das sage ich schon seit so vielen Jahren, dass ich mehr rausgehe, dass ich... Ich möchte Sachen anpflanzen. So Tomaten. Tomaten. Und man versucht es dann so durchzuziehen, aber irgendwie fehlt die Disziplin. Ich glaube, das haben richtig viele Leute heutzutage mit den verschiedensten Sachen. Vom nächsten Jahr erwarte ich irgendwie so ein bisschen, auch von mir selbst, dass ich wieder in so eine Ruhe finde. Gerade dadurch, dass wir an einem Ort sind, der halt von Natur aus, sage ich mal, schon sehr schön und sehr viel Sonne, sage ich mal, gibt und Wärme. Also es wird halt erstmal ein komplett neues Kapitel werden, wegen dieser Reise auf diese Insel. Und ich weiß nicht genau, was ich erwarte. Ich erwarte, dass die Dinge besser werden, als sie so oder so schon sind. Ich erwarte viel Sonne. Ich erwarte viele sonnige Momente. Das habe ich letztens Nia geschrieben, dass ich erwarte, also dass ich hoffe, dass das nächste Jahr ja noch mehr, noch sonniger wird. Dass ich immer noch so zufrieden sein kann, wie es letztes Jahr war. Dass mir meine Arbeit Spaß macht, dass ich in meiner Freizeit tolle Sachen erleben kann. Dass ich in meiner Beziehung weiterhin überglücklich bin. Also ich mache mir generell wenig Gedanken immer so über die Zukunft. Ich mache da keine Anforderungen, keine Erwartungen. Also ich nehme es auf jeden Fall so, wie es kommt. Aber ich glaube, das nächste Jahr wird echt ein krass geiles Jahr, ohne Spaß. Alleine, dass wir halt so auf einer Insel leben, das ist, I don't know. Ich denke mir so, ich werde an einem schöneren Ort sein, wo ich schöne Luft atmen kann, wo die Sonne scheint und ich werde dann einfach da leben und was da auf mich zukommt, was ich da erlebe, damit werde ich mich dann arrangieren. 2021, ich habe gar keine Erwartungen. Ich freue mich einfach, ein paar neue Leute kennenzulernen, ein neues Umfeld einfach und natürlich auch eine sehr schöne, ich hoffe, dass das nächste Jahr eine sehr schöne Zeit wird und mit sich bringt, wenn man das so sagen kann. Nein, einfach, dass jeder Lebensbereich irgendwie ja, so bleibt, wie er ist oder noch besser wird. Das würde ich erwarten, mir wünschen. Ja. Ich erhoffe mir, etwas zu finden, von dem ich jetzt noch nicht weiß, was es ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da
auf uns alle irgendwie vielleicht was warten könnte so in der Zukunft, was Schönes. Ich bin sehr zuversichtlich, aber ich habe keine genauen Hoffnungen. Weil ich finde, da kommen so Sachen, mit denen rechnest du eh nicht. Und ja, das reicht. Reicht erstmal. Auch nicht so viel erwarten. Nee, ich würde sagen nee. Also ich hätte schon Bock, mich so richtig zu vergucken in Wen. Ich habe auch so hier und da mal diese Gefühlsanflüge und Verknalltheit und sowas, aber... Nein. Ich habe schon Lust drauf, aber wie gesagt, das ist wieder was, wonach ich mich sehne, aber es muss auch nicht sein. Ja. Ich bin verliebt. Ja. Bin ich. Schon eine Weile. Ja. Ich bin ja mittlerweile schon seit über 6 Jahren verliebt. Ich bin sehr verliebt und auch schon sehr lange, aber trotzdem noch sehr, sehr doll. Ja. Mein zukünftiges Ich. Ich würde ihm sagen, sag nicht cringe. Weil ich kann mir vorstellen, wenn er mein Zukunfts-Ich sich das angucken würde, würde er sagen, boah, cringe, wie ich da sitze oder wie ich da das und das sage. Sag nicht. Ansonsten, ich würde ihm sagen, siehst du, du hast es geschafft. Du brauchst keine Zweifel haben, dass du noch da bist. Und warte mit nichts mehr, weil wer weiß, ob es einen Morgen gibt. Das klingt sehr dramatisch, aber... Hätte ich mir meinem vergangenen Ich vor 10 Jahren gesagt, ey, in 10 Jahren, dann bist du auf jeden Fall noch auf diesem Planeten. So, das wäre schon mal sehr beruhigend gewesen, glaube ich. Ich würde sagen, mach dir nicht so viele Gedanken um alles. Und Sachen lieber einfach direkt angehen und nicht zerdenken. Ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, der zerdenkt gerne sehr viele Sachen. Und ja, ich weiß nicht. Wenn du das hier nochmal irgendwann siehst, ich hoffe, dann hast du das schon längst umgesetzt. Ich hoffe, du machst regelmäßig Sport. Geh bitte wirklich öfter raus, Madeira. Das tut dir wirklich gut. Ich hoffe, du hast mehr Sport gemacht. Ich hoffe, du meditierst regelmäßig. Ich hoffe, du achtest auf deine Ernährung. Dass du wirklich morgens, mittags, abends was isst und das nicht jedes Mal wieder vergisst. Und ich hoffe, dass du dich wirklich darum bemühst, Musik zu machen. Hast lange schon nicht mehr deine Gitarre rausgeholt. Das Ding ist, wir schieben das immer schon so lange vor uns her. Ich weiß, das ist ein schmerzhaftes Thema, aber... Einfach mach ein bisschen, sei aktiver. Nicht die ganze Zeit zu Hause. So. Weil das Leben ist da draußen und nicht in deinem Zimmer. Ich hoffe, du hast dich gut mit der neuen Situation arrangiert. Dass alles cool ist. Auch jetzt mit dem Schritt, was sich vielleicht erstmal vielleicht für dich befremdlich angefühlt hat. Ich hoffe, dass du schöne Erlebnisse schon auf Madeira hattest. Oder generell mit dieser neuen Situation. Und lerne aus deinen Fehlern und... Ich hoffe, du hast mittlerweile irgendwie deinen Arsch schon hochbekommen und irgendwie etwas gemacht. Ey, das wäre... Boah, da würde ich mich haten, wenn ich dieses Video in einem Jahr sehe und mich das sagen höre und noch nichts gemacht habe, Alter. Das wäre... Und ich wünsche dir einfach im nächsten Jahr mit den Menschen, die dir nah sind, ganz viel schöne Momente und Spaß und eine schöne Zeit. Bro, ist schon geil geworden alles, oder?